Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute schauen wir mal in den The Body Shop Adventskalender rein. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich habe mir für dieses Video die kleinste Variante bestellt. Kostet 69 Euro und online kann man schon sehen, was drin ist. Aber die Produkte in den Händen zu halten und sie dann zu bewerten, ist ja immer noch eine etwas andere Sache. Und ich werde euch auch die einzelnen Produktpreise einblenden und auch ein bisschen was zu dem Produkt natürlich erzählen. Genau. Ja, so schaut er aus. Es ist ein wirklich kleiner, aber hoffentlich feiner Adventskalender. Und ja, bin gespannt, ob er es wert ist. Es sieht halt schön aus, wenn man dieses 3D-Gedönsen hier hat. Das würde ich auch während der Adventszeit so drauf lassen. Für mich ist es jetzt aber ein bisschen einfacher, wenn ich das einfach hochklappe. Weil die Klappe auch die ganze Zeit runterfällt, ne? Und dann euch die einzelnen Boxen vorstelle. The Body Shop ist vor allem Pflege und in dem Adventskalender werden wir auch Pflege bekommen. Hier habe ich jetzt die Nummer 1 und da steht auch ein bisschen was zu dem Produkt hinten auf der Box mit drauf. Das heißt, das Wiederverwenden ist da manchmal ein bisschen schwierig. Nun, es startet mit einer Handcreme und zwar der Mango Hand Balm für trockene Haut. 96 Stunden Feuchtigkeit soll er spenden und hier haben wir 30 Milliliter drin. Ja, Mango ist jetzt nicht so der weihnachtliche Duft, aber 96 Stunden Feuchtigkeit ist eine schöne Sache. Ne? Das kann man auf jeden Fall gut gebrauchen. Der Adventskalender geht über 2 Ebenen. Hier habe ich die Nummer 2. und deswegen ja, habe ich mir gerade mal ein Foto von der oberen Etage gemacht. Ne? Okay, hier habe ich Avocado, eine Duschcreme mit dabei für trockene Haut. Green and Creamy Vegan, 60 Milliliter. Also normalerweise kann man auch diese kleinen Größen auf der The Body Shop Homepage kaufen. Und ich bin jetzt nicht so der Ultra-Fan von der Avocado-Reihe. Also ich hoffe, dass jetzt gleich noch ein bisschen mehr Coolness für mich kommt. Mal schauen. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3. Und hier haben wir 60 Milliliter von dem Tea Tree Skin Clearing Toner Produkt drin. Richtig gut. Ja, das ist für verschiedene Hauttypen im Prinzip geeignet. Also ich persönlich würde so einen Toner halt hauptsächlich verwenden in der Erdbeerwoche und finde es gut, dass es in so einer kleinen Größe ist, denn zu meiner regulären Zeit, zu meinem regulären Zyklus, brauche ich jetzt keinen Tea Tree Toner, aber wie gesagt, in der Erdbeerwoche ist es traumhaft. Teebaumöl, ja, das klärt halt auch ein bisschen die Haut. Hier ist die Nummer 4. Und da haben wir eine Bodybutter drin aus der Shea-Reihe for Very Dry Skin, 96 Stunden Feuchtigkeit spenden mit 50 Millilitern. Das finde ich gut und ich mag auch die Body Creams oder Body Butter von The Body Shop sehr gerne. Das ist sehr reichhaltig und ich persönlich mag am liebsten auch The Body Shop Produkte im Winter verwenden. Ich weiß gar nicht, woran das liegt. Wahrscheinlich, weil da auch sehr viele Produkte drin enthalten sind oder drin sind in der Marke, die sehr feuchtigkeitsspendend sind und die ich halt dann auch sehr gut gebrauchen kann. Ja, riecht halt einfach nach diesem Shea-Duft, ne? Das ist einfach cremig und finde ich sehr angenehm. Die Nummer 5 ist sehr leicht, da werden wir wahrscheinlich entweder eine Maske oder ein Füllprodukt drin haben. Genau, hier haben wir einen Duschpuffel drin, das ist dieser klassische, den wir auch immer dort finden in den Adventskalendern. Der ist jetzt nicht so ein klassischer Plastik-Duschpuffel, sondern auch so ein bisschen nachhaltiger kommt der rüber, muss ich sagen. Ne? Ja, da steht es auch. We've placed our plastic bath lilies with Raimi, a natural plant-based fiber. Okay, Raimi. Ich weiß nicht, wer oder was Raimi ist. Es scheint wohl das Material zu sein, aus dem das Schätzelein hier ist. Kannst du bei 40 Grad waschen. Läuft, finde ich gut. Und da sind wir auch schon bei Nikolaus. Und das darf gerne ein bisschen was Besonderes sein, meiner Meinung nach. Denn Nikolaustag ist Nikolaustag. Hier haben wir eine Duschcreme enthalten mit Kokosnuss für trockene Haut. Nutty and Creamy. Hört sich auf jeden Fall interessant an. 60 Milliliter sind hier drin enthalten. Das ist für mich eher so ein Duft, der Richtung Weihnachtszeit und so geht. Ne? Auch wenn ich Kokosnuss nicht so unbedingt gerne mag. Mittlerweile ist es tatsächlich so, dass mein Näschen sich auch ein bisschen verändert hat. Und ich auch solche Düfte eigentlich gar nicht mehr so verkehrt finde. Es ist halt schon die zweite Duschgeschichte. Ne? Das sollte dann auch nicht die magische Zahl 3 meiner Meinung nach übersteigen. Das ist halt immer so mein Empfinden. Drei von einer Sorte pro Adventskalender ist cool. Alles, was darüber hinausgeht, ist ein bisschen zu viel. Ne? Und wir sind jetzt schon am 6. Dezember bei 2 Duschgelen. Die Nummer 7 ist sehr, sehr groß. Und hier haben wir ein festes Produkt drin enthalten. Das ist ein Cleansing Face and Body Bar Pink Grapefruit für alle Hauttypen geeignet, 100 Gramm.
Riecht sehr intensiv nach Grapefruit. Das ist nicht ganz so meine Welt. Das ist halt sehr zitrisch, ne? Ja, das ist für die Weihnachtszeit vielleicht eine ganz schöne Sache. Aber ich bin weder ein Fan tatsächlich von festen Produkten, was das Duschen oder wie auch immer Gesichtreinigen angeht, noch halt von dem Duft, ne? Ja. Das ist so eine persönliche Präferenz. Ich weiß, man sollte mehr feste Produkte verwenden. Wobei doch, für den Körper würde ich es verwenden, wenn es in einer anderen Duftrichtung wäre. Das stimmt wohl. Doch, doch, das würde ich machen. Fürs Gesicht wäre es mir wahrscheinlich etwas zu austrocknend. Das ist halt immer so ein Ding von mir, ne? Die Nummer 8 darf jetzt machen, dass es kracht. Hier haben wir wieder einen 60ml Duschgel drin. Ganz schön viel. Satsuma, Zesty and Refreshing. Also hier haben wir wirklich einen zitrischen Duft. Das ist ja passend zu der Weihnachtszeit, aber leider nicht für mich. Schade. In der Nummer 9 dürfen wir uns über ein weiteres 60ml Produktchen freuen. Und zwar ein Shampoo. Schön, aus der Shea-Reihe. Das wird verwendet for dry and very dry hair. Ja, schön. 60ml. Finde ich gut. Den Duft finde ich angenehm. Dass es halt dann auch nährend sein soll, finde ich auch angenehm. Nö, ja, das ist ein sehr gutes Produkt für mich. Auch in der Nummer 10 wird es jetzt mit einem dieser 60ml Größen weitergehen. Da haben wir einige von drin, ne? Oh, der passende Conditioner, richtig gut. Das finde ich klasse, dass die auch so direkt hintereinander kommen, ne? Und wie gesagt, das aus der Shea-Reihe finde ich auch sehr, 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 sehr cool und wird ausprobiert. Ich hatte letztes Jahr, glaube ich, die Bananenreihe. Die war schon sehr intensiv vom Duft her, Leute. Wow! War aber von der Pflege her okay. Also als Shampoo war mir das zu stark parfümiert und als Conditioner war der aber klasse, weil der auch wirklich pflegend war. Die erste Schnapszahl ist riesig, aber ich glaube, da ist nichts Großes drin. Das hört sich nicht so an. Nee, schade Schokolade. Das ist eine Handcreme British Rose, tolle Reihe. 48 Stunden Hydration, 30ml sind hier drin enthalten. Ja, unsere zweite Handcreme ist fein, ne? Finde ich okay. Darf auf jeden Fall hier auch noch eine weitere mit drin sein. Okay. Und dann schauen wir mal, was die Halbzeit zu bieten hat. Auch das fühlt sich nach so einem 60ml Ding an. Yo. Und zwar Tea Tree. Hatten wir eben als Toner. Und das hier ist, oh, das habe ich, glaube ich, sogar schon verwendet. Skin Clearing Facial Wash. Oder ich habe es noch in der Full Size da, muss ich nochmal gucken. Also quasi ein Gesichtsreinigungsprodukt. Der erste Schritt, den wir ja machen sollten bei unserer Skincare-Routine. Ne? Und hier auch wieder 60ml, finde ich persönlich einfach klasse. Weil das dann halt auch so eine Sache ist, sowas verwende ich dann wahrscheinlich auch wirklich in der Größe, in der Erdbeerwoche bei mir. Und das passt einfach dann so gut, ne? Wenn es halt eine kleinere Geschichte ist. Genauso kann man hier auch die kleineren Größen super mit auf Reisen und so weiter nehmen oder um eben so ein bisschen in das Sortiment reinzuschnuppern. Was immer ein bisschen schwierig ist, das muss ich euch auch noch kurz sagen, also die Verpackungen sind schon sehr, sehr hart. Ne? Das heißt, wenn wir zum Beispiel, also Duschgel ist kein Problem mit sowas drin, das kriegst du auch gut raus, aber wenn es jetzt um Conditioner zum Beispiel geht, das ist ein etwas dickflüssigeres Produkt, kriegst du relativ schwer raus, da muss man schon etwas kämpfen. Und wenn es dann noch um Bodylotion geht, noch schwerer, wobei da haben wir ja die Shea Butter hier in dem Pöttchen, das ist 1A. Die zweite Ebene wird eröffnet und hier habe ich jetzt die Nummer 13. Das fühlt sich ein bisschen von der Größe und von der schweren Geschichte her an wie ein festes Produkt, ja. Cleansing Face and Body Bar. Okay, wir haben jetzt zwar schon verschiedene Duschgele drin, aber ich zähle das hier jetzt als zweites seiner Art, weil wir ja schon ein anderes so drin hatten. Hier finde ich den Duft ehrlich gesagt sogar ansprechend und könnte mir das sogar vorstellen, unter der Dusche auch ganz normal als ja, Bodyseife so zu verwenden. Ne? Und ja, muss ich mal gucken. Vielleicht dann auch so ein bisschen fürs Gesicht mitnehmen, aber da bin ich echt picky. Also mein Gesicht ist sehr, sehr sensibel und da passe ich extrem auf. Ne? Vor allem, wenn man das ja auch sowieso am Körper verwendet hat, bin ich dann immer ein bisschen vorsichtig, wenn du es dann direkt auch ins... Nee, das muss eigentlich separat, zwei verschiedene Produkte. Aber ich finde es cool, dass es drin ist, dass wir vor allem auch noch eine andere Duftrichtung präsentiert bekommen. Ne? Und Olive finde ich eigentlich echt angenehm. Hier habe ich jetzt die Nummer 14, da wird es jetzt mit unseren 60ml Produkten weitergehen. Da habe ich eine Pink Grapefruit Duschgel-Geschichte am Start, Zingy and Refreshing. Ja, das ist ein weiteres Duschgel und das dürfte dann auch das dritte sein. 3, das vierte. Okay, das ist dann tatsächlich, das wird jetzt zu viel, ne? Also ja, man sollte sich öfters duschen, macht auf jeden Fall Sinn. Und ich denke auch, dass diese Kleingrößen auch relativ schnell aufgebraucht werden. Aber The Body Shop hat ein riesiges Sortiment, da können die auch gerne einfach verschiedene Kategorien noch jetzt so vertreten, oder? Meine Meinung. Die Nummer 15. Hier kommt unsere dritte Hand
Creme an den Start. Das ist auch eine, die ich am liebsten verwenden werde. Almond Milk, also Mandelmilch, für trockene und sensible Haut, 96 Stunden nährend, Feuchtigkeit spendend, 30 Milliliter. Ne? Sowas finde ich super, stelle ich mir super gerne auch ans Bett oder an meinen Schneidetisch oder so. Wenn man halt dann einfach... Die möchte nicht scharf stellen, die Kamera. So sieht das aus. Ist hübsch, ne? Okay. Stelle ich mir halt dann gerne an Orte, wo ich dann sowieso dann das mal eben kurz so mache, ne? Dass man das halt immer so im Auge hat, im Blick hat. Schauen wir mal in die Nummer 16 rein. Das fühlt sich nach einem 60-Milliliter-Ding an. Und das ist eine tolle Reihe. Strawberry, ein Duschgel. Ja, sweet and refreshing. Das werde ich verwenden, habe ich Bock drauf. Aber halt mal wieder ein Duschgel. Also ich glaube, dieser Adventskalender möchte, dass wir sehr, sehr sauber sind. Eine Woche vor Heiligabend, am 17. Dezember, vermute ich aufgrund der Größe des Kläppchens vielleicht so ein Lippenbalm-Produkt oder sowas. Nein, es ist eine Maske. Richtig gut. British Rose, ich mag die Reihe sehr gerne. Fresh Plumping Mask, 15 Milliliter sind hier drin. Ich meine mich zu erinnern, dass wir hier sogar so Rosenstückchen drin haben, was ich extrem schön finde, wenn man halt auch einfach so diese Inhaltsstoffe von den Produkten wirklich auf dem Gesicht dann auch sieht. Das ist ein bisschen merkwürdig, ne? Aber also wenn du es dann auf dem Gesicht hast, das sieht ein bisschen wild aus, aber andere Leute außer der Postbote sehen es ja eigentlich eh nicht bei mir. Also von daher läuft das. Ausgleichende Gerechtigkeit schafft die Nummer 18. Riesig, aber sehr leicht. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Ja, okay. Das hier ist jetzt ein Mega-Füllprodukt. Das ist jetzt so eine Haarklammer. Ich kann sowas wohl ab und an mal gebrauchen, bin ich ehrlich. Aber mittlerweile bin ich recht gut versorgt, was Haarklammern angeht, weil das schon sehr viel in Adventskalendern oder auch in, ich glaube Adventskalendern nicht so viel, aber vor allem in Boxen und so weiter drin war. Die Nummer 19. Ja, wir haben hier eine Maske drin und zwar, was für eine, richtig gut. Vitamin E Quench Sheet Mask Hydrate, suitable for all skin types. 18 Milliliter sind hier drin, liebe ich. Also Tuchmasken sind immer voll mein Ding. Im Hochsommer, jetzt gerade 30 Grad, verwende ich die gerne aus dem Kühlschrank. Im Winter können die einfach ganz normal im Badezimmer stehen und dann verwende ich die einfach abends, ne, nachdem ich geduscht habe und so weiter. Toner drauf, Maske drauf, Körper eincremen, Maske runter, Skincare-Routine weitermachen. Geile Sache. Und ja, dass Tuchmasken in den Adventskalendern drin sind, wissen wir ja. Aber ich finde es immer schön, sie zu finden. In der Nummer 20 haben wir jetzt, wie gesagt, entweder wieder ein Lippen, also nicht wieder, entweder wieder eine Maske oder ein Lippenbalsam drin. Und ja, die Masken haben sich hier gerade echt gehäuft, ne? Maske, Haarspange, Maske, Das hier ist jetzt aber ein Lippenprodukt. Okay, und was eine coole Reihe. Lip Butter Strawberry for Dry Lips Intensely Nourishing. 10 Milliliter haben wir hier drin. Cool. Also die Reihe mag ich definitiv. Das ist ein Produkt, was ich mir definitiv ans Bett stellen würde. Denn solche Produkte verwende ich dann halt vorm Schlafen gehen, ne? Und dann drauf machen, Augen zu. Wirken lassen. Nächsten Morgen wundervolle Lippen. Die Nummer 21, die ist jetzt wirklich ein bisschen größer. Da haben wir auch eine Tube. Schön. Richtig, richtig schön. Ein Duschscrub haben wir hier. Das hatten wir sonst in einem Tiegel, ne? Da war, glaube ich, auch mehr drin. Hier sind 50 Milliliter dran enthalten. Oh, wie das riecht hier schon. Für normale Haut. British Rose. Oh, Baby, kommt zu Mama. Ja, das ist ein Duschpeeling, ein mechanisches Duschpeeling. Und das möchte ich safe verwenden. Ich liebe diesen Duft. Richtig, richtig cool. Ne? Das ist ein toller Endspurt jetzt gerade, der sich hier uns bietet. Die Nummer 22. Ja, hier kommt noch eine Handcreme. Pink Grapefruit. Ja, wie gesagt, das ist jetzt die vierte Handcreme, was ich nicht gut finde. Und es ist halt auch eine Reihe, die ich nicht so gerne mag. Andere Leute, die zitrische Düfte feiern, feuern dieses Produkt wahrscheinlich auch mega und sagen, bah, British Rose will ich gar nicht haben. Ne? Ja. Jeder Jack ist anders und 48 Stunden Hydration für normale Haut ist das 30 Milliliter. Ja, ne, Handcreme läuft, kann man machen, ist aber die vierte, finde ich blöd. Der 23. Dezember. Ich wette darauf, dass wir da nochmal duschen gehen dürfen. Fühlt sich nämlich an wie so ein 60 Milliliter Produkt und irgendwie wäre das doch irgendwie sinnvoll. Ja, natürlich dürfen wir duschen und zwar Juicy and Refreshing Mango. Genau, ne, da kann man sich dann einfach den Start des Adventskalenders nochmal ins Gedächtnis rufen, weil da ja die Handcreme auch mit dabei war. Und hier dann jetzt das Duschgel. Yay, ganz schön oft muss man hier duschen. Mann, Mann, Mann. Die Nummer 24 ist jetzt hier das letzte Büchslein. Bei dem ganz großen haben wir auf jeden Fall 25, ich glaube bei dem mittleren auch. Ne? Aber das ist halt jetzt die kleine Variante, die ich euch definitiv nicht vorenthalten wollte. Und ja, 24. Schauen wir mal. Bodybutter, das ist immer so der Klassiker. Ne? Und natürlich ist es Avocado. 96 Stunden haben wir hier Feuchtigkeitsspendung mit dabei mit 50 Millilitern.
Ist auf jeden Fall ein super Produkt und auf jeden Fall auch eine verdiente Nummer 24, finde ich. Der Adventskalender ist nun leer und steht vollkommen entblößt vor mir. Nach wie vor, also sehr viele Duschgele, die hätten hier einfach ein bisschen mehr aus dem Sortiment raushauen können. Ansonsten finde ich, dass die Produkte hier ganz cool sind. Du hast hier Shampoo und Conditioner mit drin, was ich toll finde. Die Handcremes sind auch immer sehr, sehr gut, ne, erfahrungsgemäß. Du hast hier eine Tuchmaske mit dabei, du hast eine Pöttchenmaske. Du hast eigentlich schon einen guten Überblick über das Sortiment, ne, aber die hätten vielleicht noch das ein oder andere Duschgel austauschen können, weil... das ist schon sehr viel. Ne? Trotzdem ist hier eine Vielfalt drin enthalten. Das heißt, wenn man einfach Bock hat, das Bodyshop-Sortiment auszutesten oder wenn man halt ein Geschenk machen möchte, was jetzt nicht alle 100 Euro geht, ne? Dann ist das ein schöner Adventskalender, den man durchaus wundervoll verschenken kann oder sich wünschen kann oder sich selber kaufen kann. Und ich denke auch, dass man da seine Freude mit haben wird und auch dann während der Adventszeit ja, das cool findet und da auch einen guten Überblick über das Sortiment bekommt. Ich persönlich bin halt eher ein Fan davon zu sagen, Mensch, ein paar Euro mehr investieren, das sind aber ein paar mehr Euro, ne? Und dann halt größere Produkte und eine größere Auswahl bekommen, dann bist du schon beim mittleren, ne? Oder halt richtig tief in die Tasche greifen und fast nur Full-Sizes in einem riesigen Adventskalender bekommen. Nun, trotzdem finde ich ihn okay. Für 69 Euro gibt es bessere auf dem Markt, definitiv, ne? Trotzdem ist es ein schöner Adventskalender. Aber ja, man ist auf jeden Fall sauber am 24. Dezember. Lasst mich gerne wissen, wo bin ich denn hingerollt, man weiß es nicht, was ihr so zu dem Adventskalender denkt. Eure Meinung super gerne in die Kommentare rein. Ich habe euch auch einen Link in die Infobox gesetzt, falls ihr Bock auf den Adventskalender haben solltet, dass ihr den direkt finden würdet. Der ist affiliated, denn ich bin mittlerweile eine The Body Shop Affiliate. Voll krass. Nun, ihr Lieben, das wäre es jetzt hier von mir gewesen. Wenn es dir gefallen hat, lass mir super gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.